Die Welt ist nach wie vor im Wandel. Aber nicht nur die Welt ist im Wandel. Nein, auch die Menschen und die vergangene und zukünftige Generation verändern sich immer mehr. Alle Menschen, die im Zeitraum zwischen 1946 und 1964 geboren wurden, nennt man Generation Baby Boomers. Die Generation Y wurde zwischen den Jahren 1980 und 2000 geboren. Je nach Autor wird die Generation Y auch zwischen den Jahren 1980 und 1995 eingestuft. Die aktuellen Teenager nennt man Generation Z. Sie wurden zwischen den Jahren 2000 und 2015 geboren. Wir sind heute auf dem Landesgartenschaugelände in Landau in der Pfalz, um Jugendliche und Erwachsene zu der aktuellen und zu den vergangenen Generationen zu befragen. Wie schätzt du deine Generation ein? Also, welche Gedanken macht ihr euch? Sie ist sehr aktiv, besonders im Internet und es geht viel über soziale Medien und so weiter. Also, ich selber mache mir Gedanken über die Schule. Und ich denke, meine Generation auch. Krieg und so halt mittlerweile, ne? So, Protest und so. Kanten. Keine Ahnung. Wie stehst du zu der aktuellen Umweltsituation? Es wird sich viel Gedanken über die Umwelt gemacht. Man lebt nachhaltig, man isst vegan oder sonst was, kommen so komische Trends auf. Und jeder trinkt nur noch Sojamilch oder macht sich darüber Gedanken, dass er jetzt Milch anstatt Sojamilch trinkt. Ne, umgekehrt. Aber du nicht. Ja, doch, das mache ich auch. Also gehst du in dem Trend mit? Ja, ein bisschen, aber es ist auch gut. Also es geht ja auch viel um Fitness und so weiter. Also es wird mir viel zu viel Müll produziert. Also naja, ganz okay. Ja, ist vielleicht gerade nicht so gut. Muss man was dran ändern? Ja. Eindeutig? Ja. Sehr gut. Ja. Ja, könnte besser sein, ne? Hier überall Dreck und so halt. Ja, sehe ich genauso. Welche Besonderheiten hat deine Generation? Ist viel im Internet unterwegs und macht viel Sport, so beides. Dass wir halt viel mehr Möglichkeiten haben als ältere Leute. Wie meinst du mit den Möglichkeiten? Meinst du Richtung Internet, oder? Ja. Ja, aber auch, dass wir viel mehr machen können. Also auch draußen. Ja. Ja, alles wird halt moderner. Die Kids heutzutage tragen halt schon so Gucci und so. Ja. So. Ja. Ja, sehe ich auch so. Wie stehst du zu den sozialen Netzwerken? Man sollte nicht nur über die sozialen Medien kommunizieren, sondern auch mal im realen Leben gescheite Freunde haben und nicht nur im Internet irgendwelche Fake-Freunde. Also ich finde das ganz gut. Ich bin selber überall aktiv. Und wofür tut man so seine Reichweite verwenden? Für Freunde, die Menschen, die auch dort unterwegs sind. Also eigentlich machen wir sehr viel im Internet, ja. Ja, also ist bei mir genauso, dass man sehr viel im Internet macht. Auch für Scheiße benutzen? Ja. Ja. Ja, schon geil. So Facebook und so, Instagram. Instagram könnt ihr mich adden, gell? Da.nico. Schon besser so, man kann mehr Leute erreichen, sag ich jetzt mal. Man muss nicht immer zu Haus gehen und so klingeln oder so. Also wärst du dann um die Häuser gezogen, hättest geklingelt und hättest gesagt, guck mal mein neues Bild? Zum Beispiel. Ja, früher halt so, wurde ja Beispiel 300 Kilometer gelaufen bis zum Kumpel oder so. Und heute schreibst du im WhatsApp und so. Welche Dinge lassen dich mit Freude in die Zukunft blicken? Wenn ich meinen Abschluss fertig habe und dann auf die Erzieherschule gehe. Ja. Und was? Neue Technologie. Welche Technologie? Handys, Fernseh, Autos. Und du? Ja, so Elektroautos. Schon geil, oder? Schaltwagen und so, ne? Ja, genau.
Wir haben viele Eindrücke bekommen, was dieses Thema angeht. Und ich denke, ihr habt jetzt auch einen kleinen Eindruck bekommen. Die große Masse ist halt anders wie das, was hier halt vorgezeigt wurde. Also kann man eigentlich nicht jeden in einen Topf packen. Nicht jeder ist gleich. Außerdem seht ihr gerade ein paar Aufnahmen aus dem Park. Die haben wir noch gemacht, als wir Richtung Innenstadt gelaufen sind. Aber dann war die Zeit schon ein bisschen knapp. Also konnten wir keine Aufnahmen mehr in der Innenstadt machen. Aber das wird nachgeholt im nächsten Video bei einem neuen Thema. Also haut rein, somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.